Schließlich wurde heute das Ruderteam Schleswig-Holstein vorgestellt. Zu dem Team gehören die 12 besten Ruderer des Landes. Sie sollen in Zukunft bei nationalen und internationalen Wettkämpfen an den Start gehen. Der Friedrichstädter Nils Menke ist einer von ihnen. Im vergangenen Jahr wurde der 20-Jährige Weltmeister im Vierer ohne Steuermann. Mit der Einrichtung dieses Kaders will der Ruderverband die jungen Sportler in jeder Hinsicht fördern. Finanziell, aber auch personell mit einer erfahrenen Teambetreuerin. Es ist einfach so, dass die jungen Leute wenig Möglichkeiten haben, irgendwo Unterstützung zu bekommen. Und ich denke mal, das ist eine gute Sache, dass wir jetzt helfen können, was auch immer sie für Probleme haben. Neue Sponsoren finden und die Vorbereitung auf die nächste Olympiade, das sind die vorrangigen Ziele. Mindestens zwei schleswig-holsteinische Ruderer wollen 2012 in London dabei sein.